I hope y'all got y'all players cards. Uh-huh. Cause y'all ain't getting in. Unless you do. Bams. It's the new 12. Kells, y'all. Bams. Throw the pussy like still that. Still got the world around. Von dem Blubbergeräusch bei Heizung. Ich mache heute mal ein Tutorial mit euch. Und zwar benötigt ihr dafür diesen Lack hier oder einen ähnlichen Lack. Das ist der von Essence Show Your Feet. Und zwar ist das die 18 Princess Peach. Kann ich mal versuchen, den zu zeigen. Oh, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ah, doch, jetzt. So, und den, also vorher habe ich meine Nägel noch versiegelt mit den Avon Nail Experts. Oh, seht ihr gar nicht. So, meine Lieben, ein bisschen angetrocknet, tun wir jetzt den in den Nude, oder wie heißt der? Eis Glatte 04 von Essence. Das sind diese Nude-Reihe. Tun wir jetzt auf den Ringfinger. Ja, unser Tutorial. So. Und lass uns alles trocknen. Und dann bis gleich. So, meine Lieben, jetzt nehme ich einen Zahnstocher oder diese Essence Studio Nails Rosewood Sticks und den Stamply Polish, weil der schön deckend ist, und das Stamply White. Dann nehmt ihr euch ein kleines Tuch und tippt es immer so rein. Am besten nehmt ihr euch Papier, weil das ist jetzt hier schon auf den Klodeckel. Nicht schön. So, und jetzt macht ihr kleine Pünktchen da drauf. Ruhig asymmetrisch, das ist total egal. Und das habe ich bei der lieben Niki gesehen, habe ich mir bei ihr abgeguckt. Und ich fand das so süß, dass ich das unbedingt mal nachmachen wollte. Ich finde das ganz schön, wenn die ein paar große Pünktchen haben und ein paar kleine. So. Ihr seht überhaupt irgendwas. Aber ich denke schon. So. Jetzt noch den Daumen. Diese Rosewood Sticks oder wie die heißen, kriegt ihr beim Essence. Ich habe eigentlich nach diesem Dotting gesucht, aber der ist aus dem Sortiment gegangen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Hätte ich mir den noch geholt. Den wollte ich damals unbedingt haben. Aber jetzt haben sie nicht mehr. Zu spät. So, ruhig nicht zu viele. So sieht es jetzt aus. Ganz, ganz liebe Grüße an die Niki von hier, weil bei ihr fand ich es ja so schön. Jetzt mache ich noch die andere Hand. Und ohne sie hätte ich mich davon ja gar nicht inspirieren lassen. Ich merke gerade, mit links geht das aber nicht so gut, ne? Wow. Ganz
ganz gruselig. Schon. Solange es ein bisschen schön aussieht, ist es nicht so schlimm. Ja, ich glaube, jetzt seht ihr ja gar nichts mehr. Doch, jetzt wieder. Ich wollte gerade sagen, schreit, wenn ihr nichts seht. Aber das wollte ich ja gar nicht hören. So. Ich gucke in letzter Zeit auch oft Nageltutorials. Und deswegen habe ich mir ja auch die Nägel diesmal so kurz machen lassen, damit ich halt auch mal sowas ausprobieren kann. Tipp. Und auch gleich, was ich gleich hier auf dem Ringfinger machen werde, habe ich auch bei einem Tutorial geklaut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber das ist ja auch nicht geklaut. Ja gut, die Idee vielleicht schon. Aber vielleicht hat sie es ja auch schon irgendwo gesehen. Also, ich weiß nicht. Ich bin das immer bescheuert. Ich meine, wenn man das jetzt auf... Ich habe das auf dem englischen Kanal gesehen. Und deswegen denke ich mir auch, es ist doch nicht so schlimm, wenn man das jetzt auch nochmal auf dem deutschen Kanal macht. Ich muss nochmal ein bisschen weißen Nagellack drauf tun. Ich merke gerade, der macht nicht mehr so schöne Punkte hier. So. Und heute habe ich bei der lieben Beauty Peachy einen Top gesehen. Und das war genau diese Farben hier, die ich jetzt hier gerade habe auf den Nägeln. Und ich fand das Top toll. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn du schon nicht das Top hast, musst du doch mal ein Nagel-Tutorial dazu machen. Und also es ist so ein Mischmasch von Nikis Tutorial und dem Top vom Beauty PG. So. Also natürlich auch liebe Grüße von hier an dich, falls du meine Videos guckst, was ich nicht denke. Aber so. So, das wäre jetzt das Ergebnis soweit und jetzt warten wir ein bisschen und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, dafür nehmen wir wieder den Essence Nail Art. Streifen den ein bisschen ab. Vor allem auch oben, damit nichts auf den Nagel tropft. Und machen einen Halbmond auf den Nagel. Könnt ihr tupfen oder malen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall einen Halbmond. Und vorne nicht vergessen, die Spitze anzumalen, weil das sieht sonst total dämlich aus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Farbe aufnehmen. Ab oben muss das schön rund sein, das muss man schon ein bisschen malen. Und das Ganze auf dem anderen Nagel auch. Hier sieht man auch noch was. Mit links auf rechts malen ist ja immer so eine Sache. Aber es reicht auch, wenn ihr das Ganze nur auf einem Nagel macht. Das ist sowieso sehr aufwendig und naja. So ein richtiges Oster-Tutorial, ne? Seht ihr auch gleich warum. Falls ihr das nicht schon kennt, also ich
Ich meine, das war auf der Top-Seite und es werden bestimmt viele jetzt kennen. Aber mich stört es eigentlich nicht so. Auch ich würde mich eher freuen, wenn jemand von mir jetzt irgendwas sieht und es auch machen würde. Weil ich dann immer denke, da hast du von jemandem den Geschmack getroffen. Das ist doch eigentlich eher was Positives als was Negatives. So, und jetzt nehmen wir nochmal den Dotting-Ding hier. Nehmen ein bisschen mehr Farbe auf wie sonst. Und versuchen jetzt hier so zwei Girlies zu formen. Zweimal. So, jetzt müssen wir nochmal ganz dünn mit dem Pinsel das verstreichen, damit es nochmal eine Linie ergibt. Das Ganze mal auf der anderen Seite. Muss man echt so eine ruhige Hand haben. Das ist echt richtig schwierig. Sieht auch jetzt bestimmt nicht perfekt aus. In meinem Probelauf hat es ein bisschen besser funktioniert. So. Aber es ist ganz okay. So, jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen trocknen. Dann geht es gleich weiter. This is what I stay on. Throw it up, dubs on the Cadillac. White tees, Nikes, gangsters don't know how to act. Adam's still fake head, College Park, Carver home. Hummus floating on chrome, choking on that homegrown. They got that southern cooking, they got them fellas looking. Thinking that was easy, I can see it. That's when I say no. Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops get-
give a damn about a need.